Was geht ab, Leute? Junko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, wahrscheinlich habt ihr schon erkannt, um welche Person es sich heute handelt. Heute geht es um Force-Skills. Ich habe schon in der Vergangenheit mal ein Video gegen Force-Skills gedreht. Da habe ich behauptet, dass er seine Freundin ausnutzen würde für Klicks, was auch der Wahrheit entspricht. Also selbst ein Blinder sieht, dass er seine Freundin ausnutzt für Klicks. Und heute wollte ich mir mal seinen Kanal genauer anschauen, weil der Typ, der hat einfach nicht dazugelernt. Der ist sogar noch schlimmer geworden. Nur was ich hierbei nicht verstehe, ist, er bekommt mit Fake-Videos Aufmerksamkeit. Und er wird dafür sozusagen gefeiert, Fake-Videos zu drehen. An die Zuschauer von Force-Skills, ne, ich weiß gar nicht, wer euch verarscht hat, dass sie so eine Scheiße feiert. Aber egal, wir werden uns den Kanal jetzt ein bisschen genauer anschauen. Er hat nämlich ein Video hochgeladen, irgendwie Freundin trifft meine Ex-Freundin. Schlechte Idee. Allgemein, wer kommt auf die Idee, mit seiner Ex-Freundin ein Video zu drehen, währenddessen noch seine Freundin dabei ist? Aber ich finde, das hat auch noch was ein bisschen mit Ehre und Stolz zu tun. Aber egal, das ist eine andere Sache. YouTuber verkaufen so oder so ihre Seele. Leute, wir werden uns das jetzt gemeinsam anschauen. Ich werde sozusagen darauf reagieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf jeden Fall, was mache ich heute? Ich habe die liebe Anna dabei. Hi! Das ist Anna, die Ex-Freundin von Luca. Ex-Freundin von Luca. Also ich finde, das kratzt doch schon an Stolz, oder nicht, dass man seine Ex-Freundin wirklich doch mit Videos einbindet. Vor allem alles schön und gut, sie tun so, als hätte der Cousin sozusagen einen Streich gespielt und sie einfach mit nach Hause genommen. Ist ja nicht so, dass das dein Haus ist, ist ja nicht so, dass du die rausschmeißen kannst, wenn die bei dir reinkommen möchte, ne? Aber für die Klicks ist das dir auf jeden Fall wert. Anna kontaktiert, ich kenne sie auch von damals. Premier, die aus Land, oder? Ja. Was machen wir heute? Luca hat mich eingeladen mit dem Video und das Geile daran ist, ich nehme Anna mit und ich will dann Lukas Fresse sehen, wenn er die Türe aufmacht und dann sie gleich mitzieht. Oh mein Gott, das wird heftig sein. Ich will heute, mein Ziel ist heute, dass Luca ausrastet und Luca schlägt, ich schwör's dir. Ach so, okay, das ist dein Ziel. Ich könnte sogar auf meine Eier schwören, der Typ, ne, also dieser Force Skills hatte sogar diesen Plan, so ein Video zu drehen und nicht der Cousin. Ich kann meine Eier ins Feuer legen dafür. Genau, er hat ein Spiel vorbereitet und zwar ich praktisch gegen Cheyenne, wer Luca halt besser kennt. Und wir werden Luca dafür zwingen, dass er mitmachen muss und wird. Also Leute, wir realisieren das mal kurz. Also stellt euch mal vor, mein Cousin kommt zu mir nach Hause mit meiner Ex-Freundin, wo meine aktuelle Freundin gerade hier ist. By the way, ich habe keine Ex-Freundin, meine Freundin ist meine erste Freundin. Nur mal so, aber wir stellen uns das mal kurz vor. Sagen wir mal, ich hatte meine Ex-Freundin, sagen wir mal einfach so. Er kommt mit ihr zu mir nach Hause, wo meine aktuelle Freundin gerade in mein Zimmer sitzt. Junge, ich würde meinen Cousin dumm und dämlich hauen. Allein schon das, Leute, denkt doch mal ein bisschen nach, Alter. Auch an die kleinen Kinder. Ihr habt doch alle ein Gehirn, Alter. Denkt doch mal ein bisschen logisch nach. Ich weiß, dass Force Skills Community im größten Teil nur von kleinen Kindern besteht. Aber Digga, ihr habt da auch noch ein Gehirn, oder nicht? Leute, wir sind jetzt gerade beim Luca angekommen. Ich habe das Auto gerade geparkt und die Anna ist gerade neben mir. Freust du dich schon? Ja, mega. Kinder. Oh mein Gott, Alter, ich freue mich gerade so auf die Reaction. Bitte. Sag dann so Hallo, okay, wenn er rauskommt. Er kommt, er kommt. Hallo. Ach so, okay. Ach so, okay. Der hat ein bisschen zu viel Zack und Cody geguckt. Ja, nee, ihr wollt mir jetzt sagen, dass diese Szene real ist. Seid mal ehrlich jetzt zu euch selbst. Also schreibt mal bitte jetzt, genau wo ihr das Video gerade schaut, schreibt jetzt in die Kommentare, ob das real ist oder ob es fake ist. Schreibt es einfach in die Kommentare, Hashtag real oder Hashtag fake. Ich möchte das wirklich von meinen Zuschauern selbst lesen. Weil wer das als real sieht, ne, der hat auf jeden Fall einen Dachschaden an meinem Kopf. Walla, den kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen, bin ich euch ehrlich. Er sieht seine Ex-Freundin und spuckt das Wasser aus. Tamam, okay. Walla, der hat zu viele Filme geguckt. Was machst du hier? Ich wollte dich besuchen. Du musst besuchen, meine Freundin, so und bitte geh weg. Ich schwöre, ja, geh und? Weg. Du hast ein halbes Jahr nicht gesehen, Mann, bitte geh weg. Nein. Günther, Mann, was machst du wieder für eine Scheiße? Digga, hör auf damit, Digga. Was für Scheiße? Das ist nicht lustig, Bruder. Ich werde es eh nicht als Video machen. Hör auf. Nein, Bruder, lass jetzt mal rein auf. Jetzt. Mach die weg, nein. Ich schwöre, Günther, hör jetzt auf, Junge. Oder geht's rein? Nein. Oh. Ich finde es nicht lustig, Digga. Also, er lässt jetzt sogar seine Ex-Freundin bei sich rein. Okay. Hat der nicht gerade noch was anderes gesagt? Ne, Leute, diese YouTuber, ne, weil ich kann die alle langsam nicht mehr ernst nehmen. Lan, was ist das bitte? Alaschkina, was ist das? Dann wird doch noch dafür gefeiert, oder was? Aber egal, das Krasse kommt jetzt gleich. Alles hoch, Alter. Nein, wir gehen nicht hoch. Du gehst nicht hoch, ich schwöre, du gehst nicht hoch. Doch. Nein, du gehst nicht hoch. Ich will sie kennenlernen. Nein, Bruder, ich lass nicht durch die Tür, Digga, ohne Spaß, nein. Ey, warte mal, jetzt scheiß mal, das ist echt nicht witzig, Digga. Scheiß mal aufs Video, ihr geht da nicht hoch, ich mein's ernst. Junge, wenn sie doch nicht da hochgeht, dann schmeiß sie doch raus, Junge. Oder ruf die Polizei an, wenn du so eine Pussy bist. Schmeiß die einfach raus. Er diskutiert noch, ja, wir werden kein Video machen. Ich werde kein Video machen. Amanako, am Ende drehst du so das Video. Ja, rein. Hi. Wer ist das? Baby-Ding, das ist meine Ex-Freundin. Aber warte. Günther, komm einfach mal in die Tür, ich schaue auf alles, ich habe keine Ahnung, warum der mit der kommt. Ich schaue bei Gott, ich kann nichts dafür. Mhm. Ich schaue bei Gott, ich kann nichts dafür. Ey, sag es, dass du einfach kannst, ich schwöre, du sagst es. Nein. Was nein?
Wer hat mich eingeladen? Ja, genau, da hat sich einer seiner meiner Freunde nichts davon. Also er schwört bei Gott, dass er nichts davon wusste. Obwohl wir alle gerade wissen, dass dieser Typ diese Idee hatte. Ja, Mann, also wenn meine Freundin vor der Haustür klingeln würde und ich sie sehen würde, würde ich auf jeden Fall das Wasser ausspucken. Ja, okay. Dann lass doch mal daraus ein Video machen. Lass doch einfach so machen, dass wenn du... Warum mit der ein Video machen? Oh mein Gott. Ey, chillt doch mal, hallo. Hallo, chillt doch mal. Chillt euch mal, hallo. Hallo. Guck dich mal an, guck mal, wie du da stehst vor deinem Schuh. Ey, wir machen... Wartet. Bist du genauso geschminkt? Hallo. Ja, ich bin aber hässlich. Stopp. Wieder was anderes dafür. Ach du Scheiße, jetzt sagt diese Freundin von V-Skill zu seiner Ex-Freundin, du bist hässlich und so Scheiß. Alter, solche Menschen hasse ich so oder so, ey. Wer bist du, dass du über andere Menschen urteilen kannst? Wer bist du, dass du sagen kannst, du bist hübsch und du bist hässlich? Du siehst selber aus wie mein Zehennagel, Jani. Walla, ich sehe auch nicht besser aus. Ich sehe auch aus wie mein rechter Fuß. Aber Jani, wer bist du, dass du dann sagen kannst, der ist hübsch und der ist hässlich? Oder die ist hübsch und die ist hässlich? Wer bist du? Auf jeden Fall, Leute, daran merkt ihr, dass diese YouTuber einfach nur fake sind. Guck mal, jetzt sitzen die nebeneinander und drehen einfach ein Video. Guck mal rechts, die lächelt sogar, meine Freundin. Die Freundin rechts lächelt sogar. Jani, walla, ich kann den Typ nicht ernst nehmen, ah. Ich kann den Typen einfach nicht ernst nehmen. Und dann hat er auf jeden Fall ein Video hochgeladen, irgendwie, wer zuletzt Hand entfernt, gewinnt Lamborghini. Wir beide werden jetzt das Auto anfassen, also mit einer Hand berühren. Das Auto, Luz heißt, der hat halt gewonnen, also der bekommt das Auto. Und ach so, es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der ein Lamborghini besitzt oder Lamborghini oder was auch immer, der es einfach so verschenken würde für ein Video, ne? Ja klar, der wird es einfach so verschenken. Vor allem die zwei Pisser, meiner Kuh, ihr seid noch unter 18 Jahren. Was für Lamborghini, Alter? Ihr habt doch noch nicht mal einen Führerschein, habt ihr doch selbst im Video gesagt. Also, ihr wollt mir wirklich sagen, dass die das wirklich geglaubt hätten, dass die angeblich einen Lamborghini gewinnen? Ein Scheiß, Jarak hättest du gewonnen, Jarak. Aber das krasse ist, diese Community von denen sind einfach behindert, Mann. Diese Community von denen ist einfach dumm. Gebt euch das mal an, 124.000 Likes. Die Fake-Videos, 124.000 Likes. Walla, das ist krass. Das ist ehrlich krass. Vor allem Vorskills, wieso nennst du dich eigentlich noch RDW? RDW bedeutet, rette die Welt. Das war ja nur damals, wo du Fortnite gebracht hast. Du kannst eigentlich deinen Namen komplett umändern. Was laberst du da, RDW, rette die Welt? Was für rette die Welt, Amana Queen? Du zerstörst die Welt mit deinen Fake-Videos. Auf jeden Fall, hier können wir jetzt sehen, was für... Einfach nur Blöfflern, einfach nur Blöff. Die drehen ein Video, packen ein Auto an, denken, die bekommen wirklich einen Lamborghini. Wie manipulativ kann ein Mensch sein, Mann? Das Ding ist, er bekommt dafür Geld, Alter, weil er anderen Menschen einfach verarscht. Vor allem, Leute, überlegt mal logisch. Er bekommt Geld dafür, weil er andere Menschen verarscht. Ganz einfach, ist einfach so. Er verarscht andere Menschen. Er verarscht seine Zuschauer nur für Geld. Ist einfach so, Fakt. Und am Ende hat er angeblich V-Skills gewonnen. Und schaut mal, was der Besitzer von diesem Lamborghini sagt. Ich hab gewonnen. Ja, du hast gewonnen, ja, sie hat verloren, ja. Tut mir leid. Da du ja immer gern verteilst, musst du heute auch mal kassieren. Das war nur ein Prank. Du hast nur einen Tag. Wusstest du das? Also der tut jetzt so, als wenn er traurig wäre, als wenn er davon gar nichts wüsste. Junge, welcher Mensch verschenkt sein Lamborghini bitte? Bitte welcher Mensch? Und vor allem, du kannst doch gar kein Auto fahren, du hast doch gar keinen Führerschein. Jani, du darfst das Auto gar nicht fahren. Jani, was, ey, wen versuchst du jetzt zu verarschen, Alter? Leute, ich bitte euch, macht mal eure Augen auf, denkt mal ein bisschen nach, Alter. Benutzt mal euer Gehirn ein bisschen, Alter. Muss ich mich wirklich für die Kamera setzen und euch das erklären, Alter? Ist das euer Ernst? Vor allem meine Community auf Instagram, die haben mir immer geschrieben, ey, bitte dreh mal ein Video gegen V-Skills, mach das, mach dies, er dreht wieder Fake-Videos. Aber Leute, alles schön und gut, ich weiß, ich hab das jetzt gemacht. Meine Community ist nicht so dumm wie deine V-Skills. Die sehen schon, ob du Fehler machst oder nicht. Und die sehen auch, ob das Video fake ist oder nicht. Meine Community ist auf jeden Fall schlauer als deine. Auch wenn meine Community kleiner ist. Wir wissen alle gerade, dass du unnormal viel Geld machst. Da seid ihr auch gegönnt. Aber gewinn doch deinen Hack richtig, Alter. Ich kann mir auch vorstellen, dass du mit ganz normalen Videos Erfolg haben wirst. Beziehungsweise, okay, ohne deine Freundin wirst du auf jeden Fall keinen Erfolg haben. Du müsstest eigentlich jeden Tag den Arsch von deiner Freundin küssen für den Erfolg. Ich schwöre auf alles. Guck mal allgemein, wie du schon deine Freundin im Thumbnail zeigst. Du nutzt deine Freundin aus für Klicks, das ist Fakt. Du nutzt deine Freundin aus für Erfolg, das ist Fakt. Wer was anderes sagt, ist auf jeden Fall geistig irgendwie, keine Ahnung, hängen geblieben. Leute, achtet mal jetzt drauf, was ich gefunden habe. Ich habe jetzt zufällig noch ein Video gesehen von V-Skills. Ja, bitte schaut einfach selbst. Oh mein Gott. Oh, das ist nicht dein Ernst. Oh, hast du... Oh mein Gott. Voll süß. Du Arsch. Ich bin voll sauer. Weil ich hab mich Leute, achtet mal links.
Das ist einfach seine Ex-Freundin. Seine angebliche Ex-Freundin. Nein, das hat schon alles bewiesen, dass die Videos davor fake waren. Wie kann die Ex-Freundin und die aktuelle Freundin jetzt auf einmal befreundet sein? Das geht doch gar nicht. Klar geht das, aber das kratzt doch am Stolz, oder nicht? Voila, für mich ist das einfach nur alles Bluff. Für mich ist das einfach nur fake. Aber ja, Leute, was soll ich noch dazu sagen? Bitte schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Es ist mir egal, wie korrekt der Typ. Es kann auch sein, dass Frau Skills wirklich im echten Leben korrekt ist. Aber das, was du auf YouTube bringst, ist einfach nur falsch. Ist einfach so. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Ich möchte auf jeden Fall die Meinung von meiner Community hören. Auch wenn du mich gar nicht jetzt kanntest und du jetzt irgendwie zufällig auf das Video gekommen bist. Ich möchte deine Meinung wissen. Bitte, ich möchte einfach nur deine Meinung wissen. Auch wenn du mich jetzt nicht kanntest. Ich will deine Meinung wissen. Ja, Leute, passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. C'est ma vie, mon ami, mon ami. C'est ma vie, mon ami, mon ami. C'est ma vie, mon ami. Ich hab Batzen verdient, doch